Sie sind hier, 3. Januar 2019, 8.49 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Seppo Eichkorn ist ein wahrer Schalke-Experte. Urheberrecht Getty Images. Die Suche beim FC Schalke nach einem Co-Trainer für Domenico Tedesco ist abgeschlossen. Der neue Mann an der Seite des S04-Coaches ist ein Schalke-Experte. Die Suche nach einem Co-Trainer beim FC Schalke 04 ist offenbar beendet. Der neue Mann an der Seite von Domenico Tedesco heißt wohl Seppo Eichkorn. Laut Informationen der Bild soll der 62-Jährige künftig im Schatten des Chefcoaches arbeiten und Tedesco den Rücken freihalten. Tedesco soll sich zuletzt weitere Unterstützung neben Assistent Peter Pechtold gewünscht haben. Bereits vor Weihnachten hatte Manager Christian Heidel Veränderungen angekündigt. Wir werden gemeinsam mit dem Trainer Dinge verändern. Das bezieht sich nicht nur auf Spieler, erklärte der 55-Jährige. Es ist nicht das erste Mal, dass Eichkorn bei den Königsblauen als Co-Trainer fungiert. Ex-Schalke-Trainer Felix Magath diente er von 2009 bis 2011 als rechte Hand. Als Magath entlassen wurde, sprang Eichkorn sogar als Interimstrainer ein. Bis 2013 arbeitete er weiter als Co-Trainer auf Schalke, bevor er die Position des Chefscouts übernahm. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.